Einen wunderschönen guten Tag alle miteinander und wenn auch wieder viel zu spät. Mal wieder ein kleines Lederfarm. Ja, Tutorial nicht, wie man Mobs tötet und Kirschnart, das sollte eigentlich jedem klar sein. Ja, dann ist vielleicht ein kleinen Guide zum rauen Lederfarmen in World of Warcraft Battle for Azeroth. Wie gesagt, viel zu spät. Mittlerweile ist der dritte Raid draußen. Aber ich habe auch lange, lange nicht gespielt im BFA. Noch immer noch nicht viel gewonnen. Ich habe, glaube ich, immer noch nicht jeden Dungeon von innen gesehen. Ja. Aber daran soll es jetzt nicht scheitern. Mein Top-Spot zum rauen Lederfarmen als Hordler ist hier unten bei den Gorillas. Entschuldigung. Ist hier unten bei den Gorillas in der Nähe von der Mugambala. Hat den Vorteil, es gibt extrem viele von diesen Gorillas hier, die man auch sehr gut zusammenpullen kann. Die in der Zeit, in der man das komplette Gebiet durchläuft, auch am anderen Ende schon wieder respawned sind. Ich meine, hier gab es auch ein Bonusziel für Zuldasa, so dass hier auch immer eine bestimmte Anzahl von Mobs vorhanden sein muss. Wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja. Mit Monk könnte es eventuell noch ein bisschen besser gehen. Durch die Statue. Aber ich benutze weiter meinen Diebenhunter zum Lederfarmen und Kirschnern. Einfach durch die, wie ich finde, noch höhere Mobilität im Gegensatz zum Monk. Und benutze meinen Monk dann lieber zum Stoffefarmen momentan. Ja, vielleicht ändere ich das auch nochmal, ich weiß es nicht. Ja. Auf jeden Fall habt ihr hier ein relativ kleines Gebiet mit einer hohen Anzahl an Mobs und ihr seht es im Loot Appraiser Fenster. Ich bin jetzt zu dem Zeitpunkt der Aufnahme gerade seit 5,5 Minuten hier am Gorillas töten und habe bereits vom Looted Item Value knappe 2000 Gold. Da kommen natürlich auch noch die ganzen anderen Materialien mit rein. Nicht nur das raue Leder. Na klar, man muss es verkauft kriegen, aber das klappt eigentlich immer. Also für zwischendurch ein bisschen Lederfarben finde ich immer ganz angenehm. Und entweder kommt dann das Auktionshaus oder es werden Armschienen draus gemacht, die dann entweder verschrottet oder entzaubert werden. Ja. Man hat es gerade auch gesehen, man bekommt hier auch die fleischigen Keulen gedroppt. Ich weiß gerade gar nicht, für welche Rezepte genau diese benötigt werden. Ja, jedoch geht so ein Stack von denen, wenn man die zusammenbekommt, ja, auch für knappe 5.000 Gold weg, wenn ich es richtig im Kopf habe. Das kann ich nicht plündern. Machen wir denn hier? Ja, 6 Gold das Stück. Ja, gut. Ist es mittlerweile gesunken, auf jeden Fall. War es am Anfang meiner Farmerei hier noch ein höherer Preis für die fleischigen Keulen. Aber gut, die Farmerei wird ja auch von Raid zu Raid ein bisschen einfacher und schneller. Ich habe jetzt momentan auch nicht die Handschuhverzauberung ausgerüstet. Das sieht man ja. So dass mein Kirschnern jetzt nicht beschleunigt wird. Ja. Könnte ich mal wieder machen. Ich werde auch noch mal ein bisschen weiter equippen. Dann geht das Farmen ja noch ein bisschen schneller. Und hier sieht man es, hier sind schon wieder Mobs nachgespawnt. Ja. Und mit das Vierergrüppchen hier. Ich finde einfach den Flächenschaden des Demon Hunters unglaublich gut. Um dann die zusammengepulten Gorillas hier einfach schnell umzubrezen und zu kirschnern. Ja. Das soll es dann an dieser Stelle erstmal gewesen sein. Hier nochmal eben
auf der Karte, wo ich mich genau befinde. Und dann würde ich sagen, Cheerio Leute, bis zum nächsten Mal.